So, da sind wir wieder bei der Tour beim, naja, wie soll man sagen, zweiten oder dritten Teil, wie man es sehen möchte. Ich bin ja bei dem einen Video nur in Las Vegas bei Nacht rumgefahren. So ist eigentlich der Teil 2. Genau, der Darth Frankie ist wieder mit an Bord. Ja. Ja. Es gibt eine Biene. Oh, geil. Mhm. Dabei denkt er aber nur an meine. Nur mal zur Anmerkung. Wer? Genau. So. Scheiße, also wir sind jetzt von Las Vegas raus. Ich hoffe, es bleibt noch lang genug Tag, weil ich war kurz weg und die Server waren kurz down, jetzt sind sie wieder da. Jetzt hoffe, dass ich die Grand Canyons noch erreiche, sobald es, ja, solange es noch hell ist. Warte, einen Moment. So, ich wurde kurz gestört, jetzt bin ich wieder da. So, ich habe 39 Kilometer noch. Und ich dachte, man kann dieses Scheißding umfahren. So, also ich habe mir überlegt, zum Auto zum Tunen, dass ich nochmal den Nissan 370Z mir irgendwie versuche, genügend Geld zu holen und mir den zu erspielen. Mache ich dann nochmal ein Tuning-Video zu dem. Bin auch gespannt, wann dieses Video oben ist. Hier waren irgendwelche Ratten oder irgendwelche Viecher gerade, für lustig. Wie gesagt, das eine Video ist, wir haben heute den Samstag, 20:02 Uhr. Das Video ist jetzt oben, das erste Tourvideo. Keine Ahnung, wann das hier oben ist. Also nicht wundern, wenn es die Beta schon lange um ist und es ist irgendwie erst am Freitag. Keine Ahnung. Mich zwar nicht vergessen. Ja, ich habe sau viel aufgenommen und stell sau viel. Muss noch so viel rendern und so viel reinstellen und ja. Mein Internet erlaubt es mir leider nicht so schnell wie Franks meine Videos hochzuladen, weil der braucht irgendwie nur 10 Minuten, der Bastard. Ich brauche da irgendwie dann 3 Stunden oder so. Das ist schon eine Frechheit. Obwohl mein Internet nicht so schlecht ist. Ja, dafür brauche ich aber den ganzen Render. Genau, no, also er braucht 3 Stunden zum Rendern, ich brauche irgendwie nur eine. Und er braucht irgendwie länger zum Rendern, ich brauche länger zum Hochladen. Eigentlich wäre es besser, wenn er so bei mir rendert und ich bei ihm hochlade. Ja, genau. Aber mir dauert es ja auch primär länger wie ein Facecam. Well, so. Facecam. Ja, bei ihm sieht man eigentlich immer die Fresse in jedem Spiel. Wenn er sich ärgert und so, ist dann ergötzend. So, was hau ich mir jetzt rein? Wiener mit Senf. Alter, Senf ist das King, was es gibt. Der mag auch keinen Kaffee und so, der hasst alles Gute irgendwie. Senf ist King. Grand Dessert Schokotop von Hermann. Mit Bonbon Vanille Verfeinert. Oh, da war irgend so ein Biberviech, das war jetzt schon wieder so ein Teil. Wüstenfuchs, keine Ahnung, was das für ein Viech war. Die laufen immer durch die Gegend. Und dann rum ist so ein Schokotopf, schmeckt schon mal geil. Lass mir mal zusammen mit Marillen. So. Ich habe noch so eine halbe Folge Evolve. Meinst du, ich sollte die noch hochladen? Ich weiß nicht, ist spannend. Naja, da laufe ich eigentlich nur rum. Das ist ja wie sogar eine halbe Folge, wo abgekackt ist. Alter, das ist der fette Damm. Der Hoover Damm ist es, glaube ich. Der Hoover Damm. Ja, scheiß auf die Folge. Bitch! Ja. Selling Wolf. Kann ich noch aus Fallout New Vegas das den Hoover Damm. Ich fahr mal kurz auf den Damm. Michi will eigentlich wohin fahren, aber viele neue Sachen und musste ihn immer erwarten. Ja, ist doch cool. Da fahren wir mal auf den Damm. Sehen wir mal, wie es da drauf ist. So. Ob ich da mal einen Jump machen kann oder sowas. Ist doch interessant. Okay, ich spring hier einfach mal runter. Yeah! Wäre das nicht geil, wenn es irgendwie geben würde als, naja, als Premium Ultra Hardcore Preis für, ja, 1000 Gamers Go oder irgendwie alle Rennen. Ein Luftkissenfahrzeug wäre doch ewig geil. Einfach ja. Nur so. Kannst du halt einfach nur rumfahren oder so. Kannst du halt keine Rennen machen. Außer man kann dann nur so Luftkissenrennen machen. Sonst kann man die halt einfach nur so rumfahren. Wäre schon richtig geil. Bei Fuel gibt es nämlich auch, da hast du über 14.000 Quadratkilometer, Städte und so gibt es halt da nicht und auch keine, ja, Straßen schon, aber nicht so richtig, hauptsächlich fährst du da in der Wildnis rum, hast dafür Trucks, Quads, Motorräder, Motocross, Dragster, Luftkissenfahrzeug kriegst du da eben, wenn du alles geschafft hast, deswegen wäre das hier cool, weil das auch richtig klar geil ist. Fuel, das Spiel. Also. Ich finde das Spiel auch ganz cool eigentlich, weil ich einfach mag, einfach rumzufahren.
Hat aber keine so guten Kritiken bekommen und wird auch keinen Nachfolger geben. Ist auch schon seit 2009 draußen oder sowas. Öl. Das war cool. Spiel. Das Spiel. Ich kann ja nicht überwinden, meinen Bericht weiterzuschreiben. Ja. Ja, du hast ja noch Zeit, Mann. Ja. Du kannst dir fragen, was sollst du reinschreiben? Was soll ich da bloß reinschreiben in meinem Bericht? Ich habe keine Ahnung. Man müsste diese Dinger irgendwie auseinanderbrechen können. Peach! Ja, komischerweise konnte ich dieses fette Scheißding kaputt machen. Und ja, und erst seit heute, zumindest bei mir, sind überall irgendwelche Online-Typen. Doch nice. Ja. Gestern habe ich dieses Niagara-Fall-Video da gemacht. Wollten mir so einen schönen Ort aussuchen, so ein Thumbnail. Was passiert? Irgend so ein Hurensohn, wohlgemerkt wirklich ein Hurensohn, kommt zu mir runter, weil er sieht mich da stehen. Boah, da muss ich auch hin. Was, als sich da irgendwie hinzuchillen. Oh! Also ich habe jetzt gerade einen epischen Sprung gemacht in der Cockpit-Ansicht. Hier ist so ein fetter See. Der Typ hat nichts anderes im Sinn gehabt, als mich zu versuchen, da runterzuschieben. Mhm. Der Bastard hat es aber nicht geschafft und ist selbst runtergefallen. Ich habe dann sofort nachgesagt, hey, du, blablabla, piep, piep, piep. Nein, ich habe nicht beleidigt, ich habe nur gesagt, er soll da verschwinden. Ja, ich glaube, es war ein Franzose. Naja, und wir alle wissen ja, Franzose. Ich glaube, wir wollen es nicht sagen. Franzose! Er wollte, glaube ich, da campen da unten. Juhu! So, 27 km noch. Kilometer. Wenn man sich während der Beta bei Uplay anmeldet, habe ich schon gesagt, ich muss zwei Sticker oder sowas für die Vollversion. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zählt. Boah! Also die crashen richtig krass. Okay, also es sieht aus, als wäre hier schlechtes Wetter. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Oh, mal interessant. Halt, es ist einfach geil, Mann. Einfach geil. Einfach edel. Aber wenn es wenig Städte gibt und so ein Zeug. Cool. Ich will nicht wissen, was so in 10, 20 Jahren ist mit den Spielen. Immer kannst du wirklich in der ganzen USA, also in voller, fettester Länge erfahren irgendwie. Da gibt es wahrscheinlich so einen scheiß Scanner, den du einfach irgendwie über das ganze Land mal so einfach das ganze Land mal so scannst und das hast du dann einfach so schon als so digital und so. Du musst dann nur noch irgendwie ja Autos reinmachen und sowas und fertig. Straßen hast du dann schon. Ich hab nicht gesehen, weil ich einfach spiele. Ja, Mann. Kein Problem. Also nicht wundern, wenn ich antworte. Ja. Auch kein Wunder, wie lange es gedauert hat, das Spiel zu machen. Fick dich. Ich hoffe, man kann an den Grand Canyon auch runterspringen. Also bei mir steht jetzt unten Grand Canyon. Hui! Ich probiere hier gerade irgendwie runterzukommen. Später, bitte, 10 Minuten. So. Shit. Ich kann es nicht haben, wenn ich mag es überhaupt nicht, wenn ich gestört wäre beim Zocken. So, hier ist noch meine Brücke. Bin so auch noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Shit! Da muss ich runterspringen. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es mir nicht verkneifen. Falsche Richtung! Alter, komm schon. Das muss doch erlaubt sein. Komm. Knall gegen jede Scheiße hier. Huh. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Zurück zur Straße. Komm schon. Fuck, wo bin ich jetzt? Ah, okay. Ne, fahren wir erstmal ein Stück weiter. Wir haben noch 20 Kilometer. Die will ich noch schaffen, schnell. Ist möglich. 10 Minuten fahre ich gerade mal. Boah! Wieder kam so ein bisschen zu. Das hätte ich jetzt platt gemacht, Franks.
Mann, ich finde scheiße, dass dann das Auto irgendwie crasht, dass du nicht mehr weiterfahren kannst, eine Frechheit. Das ist komisch, das Spiel in meinem Leben gespielt. Wie heißt das? Warte. Octon. One Night to Crazies. Ist das für eine Scheiße? Ja, keine Ahnung, Alter. Komisch. Ich muss noch die Pumpe Nails machen. Nein, das heißt Thumbnail! Nur ist am Rande. Ne, läuft wieder so ein Rehviech. Ich weiß nicht, was das für Scheißviecher sind, die hier immer rumrennen. Huh! Gönn dir was. Wow. Welche Scheiße mal gönn dir was? Das ist eine scheiß Werbung oder so, gell? Das ist hier Xbox Startseite, steht in dir. Gönn dir was. Dass du dir irgendeinen Scheiß kaufen sollten, so, gell? Ja, nur Müll. Das ist eigentlich Gold heute dieses Monat. Viva Pinata Travel in Trouble in Paradise oder so. Also boah, ist Viva Pinata. Danach kommt irgendwas anderes, ich hab's irgendwie vergessen, was danach kommt. Frechheit ist, Xbox One. Soll's irgendwie dieses scheiß Powerstar Golf geben. Ein Dreck halt einfach. Bei den Österreichern und so gibt's irgendwie Volga der Wikinger oder sowas. Die Frechheit ist, dass es bei uns einfach nicht gibt. Und bis jetzt ist irgendwie noch nichts, also was für Games with Gold nichts Neues. Das ist schon eine Schweinerei eigentlich. So, ich will noch da die Stelle erreichen, wo ich jetzt hin wollte. Alter, wie weit ist das denn? Kürzen wir ab einfach. Scheiße. Er ist missglückt. Scheiße. Was ist das denn? So, jagt in die Kommentare rein, wenn ihr bis jetzt hierhin geschaut habt. Sagt dann einfach, wie heißt dein Scheiß-Bierfilms? Schreibt Pudding in die Kommentare. Pudding, genau, schreibt Pudding rein. Denkt man, das wird nur Sven. Ich keine Ahnung, was das für Viecher, ich weiß immer noch nicht, was das für Scheiß-Viecher. Schreibt mir in die Kommentare, was das für Drecksviecher sind, die hier immer rumlaufen. Ob das irgendwelche komischen Wüstenrehe-Viecher sind, ich weiß es nicht, was das für ein Viecher ist. Zum ersten Mal sieht man hier Wolken, also die sieht man jetzt hier schon länger, es wird hier ein bisschen dichter. Das ist ja ein Tunnel oder so. Jawohl, ich liebe Tunnel. Jawohl. Ich spiele jetzt erstmal noch in Halo Wars. Genau, der Typ ist Halo Wars Meister, da Frankie. Ja. Höchster Rang Generalmajor. Niemand kann ihn schlagen, er verliert nie. Ja, King. Ich bin like so ein richtiger und Thomas. So richtig Koreaner in Wars. Ja, aber es gibt da mit Sicherheit immer noch einen, der besser ist. Ja, klar, natürlich. Wenn ihr wisst, ein Koreaner, der genauso aussieht wie alle anderen Koreaner, hat StarCraft das Finale gewonnen, StarCraft 2. Ja, live heißt er. Man kann eigentlich denken, diese ganzen Events gewinnt immer der gleiche Typ eigentlich. Immer. Das ist ohne Witz, jedes Mal gewinnt der gleiche. Ich schoss mal so Tekken-Finale, Tekken-Tag-Tournament, 2 Finale. Die Koreaner, die sind alle gleich, aus dem alle diese Bobtail-Frisur, diese, wie heißt die? Pilzfrisur. Pilzfrisur. Die meisten haben dann noch nur eine Brille. Kein Bart, nichts. Nur das. Brille. Gleiches Gesicht. Schreibt rein, kennt ihr diesen Koreaner? Kennt ihr so einen? Was die alles reinschreiben sollen. Ja, die sollen alles reinschreiben. Schreibt euer Leben besten rein. Schreibt euer Leben rein. Wart ihr heute kräftig am Kacken? Schreibt das mal bitte rein. Schreibt am besten noch Kontonummer und PIN. Genau. Facebook-Daten, Profil, Xbox Live, PSN-Account. Möchte ich wissen. Und das erwarte ich auch von euch, dass ihr mir das schreibt. Und was mich immer ganz wichtig ist, euren eBay-Account. Da ist die Scheiß drauf. Ja, genau, eBay. Bringen wir über eine Gesamtentfernung von 3,20 Kilometer, scheiße. Weil Baus ist ein richtiger eBay-Name. Baus. Ja, in eBay kriegst du wirklich alles. Also, ich habe meine ganze scheiß Ausrüstung jetzt momentan von eBay. Mein Headset, ein Turtle Beach P11 ist es, habe ich
Nur wegen dem, dass ich das hier so machen kann. Einfach für irgendwie 8 Euro in eBay bekommen, fast neu. Kostet glaube ich 40 Euro sonst, oder? Immerhin 8 Euro ist wenig, Mann. Meine Elgato habe ich für 20 oder 30 Euro billiger gekriegt in eBay, aber neu. Elgato Game Cup Tour HD. Ja, und die ganzen Kabel-Scheiße habe ich von Amazon. Scheiße, ich bin schon hier am Ziel oder so. Ich war eher so immer der Amazon-Typ, aber Amazon enttäuscht mich in letzter Zeit richtig. Ja, weil Amazon zurzeit so Frechheiten bringt. Also, naja. Dann ist es so. Ich bestell was bei Amazon, ein Spiel, was es gibt. Wann kommt es? Nein, nicht in ein paar Tagen. Nicht in einer Woche, nicht in drei, nicht mal in fünf. Nach 6 Wochen kam das scheiß Spiel. Zweimal. Ich habe ein Spiel vorbestellt. Kam es auch irgendwie 4 Wochen später. Nach Release. Es ist eine Frechheit. Aber ich habe auch schon mal letztens Amazon mir einen Tag vorher vor Release gefordert. Aber mir noch nie. Und was ist, Franks hat Fallout New Vegas damals bestellt. Schreiben Sie, es tut uns leid, wir können es in einem Monat liefern. Nach dem Monat sagen Sie, es tut uns leid, es dauert noch ein Monat. Ja, und dann schon Oktober oder irgendwie so ein halbes Jahr später konnte es erst geliefert werden. Ich habe es dann aber storniert und habe es bei meiner Trigger, also bei so einer richtig geilen Internetseite bestellt und alles früher bekommt, aber... Das heißt sozusagen auf Deutsch Spiele nur .at. Setzt es auf Englisch, dann habt ihr das, ihr kennt das doch. Die Frechheit! Yeah. Die Frechheit! Ich habe mir diese Halo Master Chief Edition da gekauft bei denen. Ich habe mir sie gekauft. Wisst ihr? Da wurden so 1000 T-Shirts verlost. Ich habe gedacht, okay, ich bestelle es noch vor an diesem Zeitpunkt, ja. Dass ich Chance habe, dieses scheiß T-Shirt. Weil ohne Grund, ich wollte das Ding halt einfach. Was passiert? Was passiert? Das scheiß T-Shirt ist verkehrt rum. Also, der Master Chief Helm und der Druck ist verkehrt rum. An den Ärmeln den Druck, richtig. Wie schafft man sowas? Wie schafft man es? Ja. Wenn die Ärmel richtig gedruckt sind, wie kann dann der Rest auf der Mitte verkehrt sein? Also, ja, bei Yu-Gi-Oh! Hab's auch schon mal falsch gedruckt. Ja, Yu-Gi-Oh! Ja, aber die sind dann irgendwie voll viel wert oder so. Ja. Kannst du dann einen Koreaner verkaufen für 100 Millionen Euro. Oh, dreimal Prophet. Ja, also ich werde zu dieser Satellitenschüssel fahren. Die ist da oben in 13 Kilometern. Da fahre ich hin. Lass mir das Gebiet anschauen. Dann beende ich. Okay, ich habe wie gesagt noch kurz Zeit. Ich mache dann nochmal so. Ich beginne in Salt Lake City, mache nur so ein bisschen Drive im beim Schneegebiet da oben zur Skisprungschanze. Ich werde noch irgendeine Mission machen, mir noch den Nissan kaufen, den nochmal tunen. Dann. Ich weiß nicht, ob ich mit denen noch rumfahren werde, auf jeden Fall werde ich ihn tunen und dann habe ich glaube ich wirklich nichts mehr. Ich habe noch ein paar Videos, die kommen noch hoch. Ein Video, wo ich dabei bin, gerade zu dem Zeitpunkt? Im Moment noch nicht, nein. Oh. Wo dieses Video entsteht, ist noch kein Video von Franks oben, wo er dabei ist. Wird aber jetzt dann bald sein, also das nächste Video, da ist er dabei. Yeah. Da hört man seine, seine ohrenbetäubende Stimme. Erotische Stimme. Seine alles umbringende, wenn sie diese Stimme hören, hörende Stimme und Scheiß halt. Mein Auto, das nimmt hier Schaden, wenn Frank spricht, das ist immer so. Ich schreibe einfach hin, feed da Frankie in die Videos. Feed da Frankie. Hier ist ein Feed? Teil. Ja, Featuring. Achso. Warum ach so, Feed? Ja. Ja, Fuß da Frankie. Nee, ich war jetzt eher auf Füttern. Was war's auf Füttern? Weil ich immer am Essen da. Feed da Frankie. Ja, so feeden halt. Mhm. Ach so, so Daumen hoch und so ein Scheiß würde mich natürlich direkt anturnen und ein Abo und sowas. Abonniert einfach. Den Typen da auch, den da Frankie, den müsst ihr auch abonnieren. Ja, das ist ganz lebenswichtig. Das ist ja. Nur abonniert natürlich, also abonniert nur uns und niemand anderen. Und wenn wir entscheiden dürfen, natürlich nur mich und nicht Franks. Weil ja, ich habe gerade mal, ich glaube 28 momentan, der Bastard hat schon irgendwie 528 oder sowas. Also der hat mal 500 mehr als ich. Das ist eigentlich schon eine Frechheit.
Bei, ja, der, bei der mangelnden Qualität. Ja, genau. Diese widerliche, abgrundtief schlechte Qualität. Ja, also nein, richtig schlecht hier. Genau. Kann man sich gar tun. Genau. Und diese dreckigen Thumbnails, schau ich mir die Thumbnails von Borderlands an. Ja, die sind auch schon schlecht. Franks ergötzt sich, ich sag mal Folge 9, wie er sich freut. Die letzte Folge hat er jetzt, die ist jetzt Folge 22, die haben wir heute hochgeladen, hat er seinen Scheiß, so einen fetten Schal, weißt du, so einen richtig Mammut-Yeti-Schal, wie der Bigfoot. Der hat Bigfoot gehäutet und dann hat er den Schal genommen. Ich glaube, Bigfoot, das wird jetzt hier irgendwie immer so ein Thema in meinen ganzen Spielen. Ja, meine Thumbnails sind auch richtig schlecht, die mache ich immer mit Paint. Hier ist auf einmal rot die Strecke, weil ich jetzt offloaden muss. Ja, mit Paint macht er sie. Photoshop. Zeichne ich dann so schön selber und dann... Genau. Die sind so Geier, die fliegen hier rum. Komm, hier so ein Lucky Loop Easter Egg. Kann man vielleicht zusammenfahren. Fahre schneller als dein Schatten oder so eine Scheiße. Die Dödeln aber doch vollständig. Long do do dong. Dong do do dong. Dong do do dong. Also das dauert ewig und jetzt, man denkt immer, wenn man auf die Karte schaut, okay, Katzensprung entfernt, brauchst du 20 Minuten dahin. Schon krass. Bist du später noch aktiv, Franks? So um 10, halb 11? 10 schon, halb 11, so, ja, weiß nicht. Oder habe ich die restlichen Videos dann machen? Da kannst du noch Featuring machen. Oh. Kann ich mit dir prahlen in meinem Titel. Wir schalten alle nur ein wegen Darth Frankie. Wäre doch geil. Dieser Typ hat schon einen Fanposten, das bekommt, das ist voll krass. Ja, so Zeichnen. Ja, Zeichnen meine ich. Mit Fanpost. Zeichnungen. Scheiße. Meine Fresse werdet ihr irgendwann mal auch sehen. Aber ich glaube, da ist es jetzt noch zu früh. Ich habe nicht, ja, hab nicht meine Facecam und diese Videos, wo wir, ich und Franks machen, was Spezielles, das geben wir später noch irgendwie mehr Infos dazu. Da kommen so Sachen, wo wir uns sehen könnt und sonst was. Ja, Spoiler nichts. Ja, man kann uns halt sehen. Mehr kommt da. Also es wird richtig geil, höchste Qualität. Richtig naja. Gut. Naja, sagen wir so. Höchste Qualität. Auf jeden Fall eine höhere, die wir jetzt haben und ja, das ist was ewig viel Zeit in Anspruch eigentlich nimmt. Vor allem haben wir eben noch nicht, dieses erste Video haben wir ja immer noch nicht fertig. Stimmt, Franks, da muss ich dir noch die paar Sachen geben und auch noch nachgucken und so. Ja, das ist auch, ich denke mal, wenn ich, also nach dieser Woche jetzt habe ich dann auch wirklich gut Zeit dafür, weil das ist scheiße mit Arbeit und wenn ich wieder Schule habe, dann geht das. Jawohl. Habe ich mehr Zeit dafür. Jawohl. Okay, was ist das hier? Da ist schon wieder dieses Viech. Ich weiß nicht, was das für eine Scheißviecher sind. Und so Antilopenscheiße, die gibt's ja hier nicht. Das sind irgendwelche dreckigen Viecher. Hörst du mich noch, Franks? Ja, ich höre. Da hat gerade was aufgefallen. Irgendwas habe ich gehört bei mir. Mann, ich will aufhören und dann blub, muss ich noch ein Stück fahren. Da sind wir mal 3 Kilometer mehr. Grand Canyon. Ho! Alter, jetzt lege ich den Grand Canyon wirklich runter. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass mein Auto das jetzt unbeschadet überstanden hat. Diesen Sprung, das gibt's ja nicht. Vergewaltige dich selbst. Ich muss hier ein... Naja, ich muss mir hier zurück. Ich mach hier Blitzreise hier hoch, weil sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Wäre richtig scheiße, wenn ich da nicht mehr hochkomme. Wie fett diese Gebiete aus sind, das ist gigantisch. Wie würde Ups sagen, das ist unglaublich! Was? Das ist unglaublich! Was das ist eine Frechheit! Scheiße. Mann, ich kann gar nichts mehr. Kann das, ist das wirklich euer Ernst? Muss ich da hoch... Was? Ich soll durch die Wand hier fahren. Eine absolute Frechheit. Bodenlose sogar. Alter, wie soll ich hier hoch... Das ist eine Freche, was die hier verlangt von mir. Die verlangt von mir, dass ich hier hochfahre.
Ich fahr einfach hier kurz oben weiter. Lang wird denn das Video? Boah. Kann doch nicht sein, es ist 8:30 und ich bin schon extrem müde irgendwie. Bin gleich wieder da, ist auch noch eine Sekunde. So, sind wir da. War nur also eine Minute, ich hab da. Schneide ich raus, ja. Will ja niemand sehen, wie ich nur rumstehe. Also, ich wollte einen Film schauen, die fangen ohne mich an, das gibt's nicht mehr. Das ist eine Frechheit, das war noch nie so. Hm, warum fangen die an? Mir keine Ahnung, weil wie ich gesagt habe, 10 Minuten und es sind schon 20. So, ich will nur diese dreckige Satellitenschüssel erreichen. Wann geht's denn weiter mit deinem Video? Nur gleich, ja. Hab's nicht vergessen rauszuschneiden. Naja, sehe ich ja, wenn meine. Ja, wenn ich nicht spreche, die Zeit. Ich habe aber gesprochen. Ja, ist ja wurscht. Sei ja dick. Ich hab gesungen die ganze Zeit so. Na, lass uns drin. Dum, dum. Ich habe jede Minute, die ich hier in der Crew verbracht habe, habe ich aufgenommen. Echt? Ja, eigentlich schon jede Minute, außer jetzt, wo ich mal ganz kurz nur mich wohin teleportiert habe oder sowas. Braucht man natürlich dann nicht aufnehmen, sowas. Was hat der angefilmt? Keine Ahnung, irgendein Bruce Willis Film. Irgendein neuen. Ich glaube, ich kenne ihn nicht so. Keine Ahnung, das ist neu irgendwie. Bitch! Also nicht stirb langsam oder so, nee. Nee, nee. Den haben wir schon gesehen, der war nicht so toll. So, jetzt sind wir gleich in dieser Drecks-Satellitenschüssel. 30 Minuten. Glaube ich, wenn ich alles zusammen in die längste Tour. Obwohl ich immer sage, die wird nicht länger, die ging immer länger. Ja, ich sehe dich, Satellitenschüssel, du brauchst dich nicht ankündigen. Hätte ich einen scheiß Offroad-Wagen, wäre ich hier viel schneller. Ich kann hier nur mit 110 oder so rumfahren. Board Dan, yes! Ich jawohl! Das ist ein geiles Bild. Landstation ist gefunden. Wir haben noch hier ein bisschen schöne Landschaft gesehen. Das war's von der verdammten langen Folge. Die nächsten kommen jetzt bald. Ciao. Tschüss.